Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Lendwig. Ja, heute ist das praktisch die Fortführung des vorhergehenden Podcasts. Den sollst du unbedingt anhören. Der hieß ja Zinserhöhung. Achtung, du kannst dein Haus, viele können ihr Haus verlieren. Damit es nicht der Fall ist, habe ich gesagt, mache ich noch einen Folgepodcast, nämlich diesen, und hau hier ein paar Sachen raus. Solide Baufinanzierung, Doppelpunkt, 10 Tipps. Ja, solide Baufinanzierung, wie plant man so etwas, was gilt es zu beachten? Das heißt, unabhängig davon, wie hoch der Zins ist, ob es eine Zinserhöhung gibt oder nicht, das ist Handwerkszeug. Wie plane ich überhaupt so etwas? Ich nenne das ja immer Probewohnen. Probewohnen bedeutet, wir simulieren durch mit unserem Kunden, wenn wir zusammensitzen, welches Haus möchtest du denn haben, wie sehen deine Wünsche aus, wie groß muss das sein, wie viel Zimmer, Grundstücksgröße etc., welcher Gegend, okay, das wird so und so viel kosten. Dann wird dagegen verprobt, wer bist du, was hast du jetzt an Geld, was kommt demnächst noch an Geld, an Posimgeld und welche Verpflichtung hast du demnächst noch. Das heißt, maßgeschneidert muss sowas gemacht werden. In der Arztsprache Anamnese, Diagnose, Therapieempfehlung. Für Betriebswirtschaftler Ist-Situation und Soll-Situation, Ist-Soll-Vergleich, ganz wichtig. Oder ganz einfach ein Maßanzug, ein Maßkleid schneidern. Das sind auch so schöne Beschreibungen dafür. Nur so kann man heutzutage etwas planen. Bei mir in der Welt heißt das Ganze Probewohnen. Das heißt, wie plant man sowas solide durch? Deshalb nachfolgen die 10 Tipps, was gilt es zu beachten. Also erstmal die eigenen Möglichkeiten auszuloten. Eigene Möglichkeiten heißt immer, okay, wie bist du aufgestellt finanziell, was kannst du, was willst du haben, was hast du an Eigenkapital, kannst du aus dem Familienbereich noch Geld mit dazukommen, aber auch mit dem Risiko, wenn die Oma Geld dazu gibt, die stirbt weg, auf einmal fehlen 500 Euro im Monat, die hat man von der Oma immer schön einkalkuliert, aber keiner ist ja unkaputtbar, irgendwann ist die Oma nicht mehr da und dann fehlt das Geld. Das ist also immer die eigene Möglichkeit, das mal ausloten. Das Schöne daran ist, das macht man am grünen Tisch. Es wird gehoben, gewogen, gesprochen, geplant und noch nichts ist passiert. Sehr oft sehe ich, aber es gehen Leute zur Bank oder gehen zu irgendeinem windigen Berater. Oh, das kriegen wir schon hin, machen wir mal schnell, geben wir denen die Daten. Da wird nicht viel hinterfragt. Für die Bank reicht das Ganze aus, das Vorgetragene. Die steht im Grundbuch, hat die Sicherheiten und schwupp, aus Ende. Und Sachen, die hätten abgefragt werden müssen, sich verändernde finanzielle Verhältnisse. Oder da fangen auf einmal an, die Kinder zu studieren, das kostet Geld. Das ist alles nicht mit berücksichtigt worden. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen aus meiner Sicht. Und die Leute werden ihr Haus verlieren. Nicht nur wegen gestiegener Zinsen, muss man auch mal ganz klar sagen, sondern weil es einfach unsolide aufgebaut worden ist. Ja, das war so der Punkt 1. Dann die Finanzierung solide kalkulieren. Solide kalkulieren heißt maximale Darlehenssumme. Was kann ich mir maximal leisten? Ja, wo ist praktisch meine Schmerzgrenze? Und ohne Berücksichtigung, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, ohne die Oma, ohne Weihnachtsgeld, ohne Bonifikation, das kann ja auch mal ausfallen, ja? Das ist eine solide Finanzierung, praktisch eine Worst-Case-Finanzierung. Was kommt auf jeden Fall rein? Was ist immer da? Und aufgrund dessen kann man sein Budget planen. Mit irgendwelchen Zusatzeffekten, ja, könnte aus der und der Quelle was dazukommen und dann baue ich auf einmal oder kaufe ein Haus, das größer ist, als ich mir eigentlich leisten kann. Leute, das ist ein No-Go. Was auch oft vergessen wird, das sind die Nebenkosten des Immobilienkaufs oder Baus, die werden vergessen. Das ist Grunderwerbsteuer, du hast die Notarkosten. Dann hast du sehr oft auch beispielsweise eine Gartenanlage, ist überhaupt nicht da, muss mitgemacht werden. Du willst was verändern, die Einfahrt muss gemacht werden. Ja? Also das muss auch immer mit berücksichtigt werden. Erstens mal die Nebenkosten, wie Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbucheintragen und so weiter. Dann Maklergebühren, du hast einen Makler drin, der kriegt dann 3% plus Umsatzsteuer obendrauf. Das musst du ja auch zum Teil als Käufer bezahlen. Also das muss mitkalkuliert werden. Oder du schickst einen Bausachverständigen rein, der sagt, du brauchst ein Gutachten, ob das jetzt nicht asbestbelastet ist, wenn du ein Fertighaus kaufst, beispielsweise, was ein bisschen älter ist und wo in der Zeit, wo das erbaut worden ist, so Holzglasuren genommen worden sind, die halt giftig, die krebserregend sind. Das ist natürlich, Gutachter kosten auch Geld. Dann der vierte Punkt ist unbedingt, halte dein Pulver trocken, Barmittel für Rücklagen, Unvorhergesehenes zurückbehalten.
Ich mache das sogar so und sage, pass mal auf, wir finanzieren das Haus, auch wenn du Eigenkapital hast, vorher erstmal voll fremd. Da gucken die Leute mich an, Holger, warum das denn? Sag ich, ja, das Eigenkapital, was du jetzt hast, die 100.000, lässt du mal da liegen. Wir gucken erstmal, dass die Bank, dafür musst du gut sein, auch wieder Worst Case. Du nimmst lieber 100.000 mehr auf, das musst du tragen können. Und wenn die Bude dann steht und du hast die 100.000 auf dem Konto liegen, dann machst du Sondertilgung damit. Kein Thema. Aber meistens ist es so, dass die 100.000 nur noch zur Hälfte, Drittel oder gar nicht mehr da sind, weil das kennen wir, es wird immer teurer als gedacht. Da kommt der Architekt an, sagt hier, Frau sowieso, Herr sowieso, ich habe die schönen Keramikfliesen, die kommen aus Carrara, Marmor oder die Designerfliesen, die Designerwaschbecken, die Badewanne, die schöne Küche. Das ist dann keine Küche von IKEA, sondern man nimmt eine Poggenpol-Küche. Oder wie die alle heißen, diese ganz tollen Marken. Oder leicht, live, nee, live hätte ich beinahe gesagt, das ist was anderes. Also man nimmt sich dann da sehr hochwertige Küchenhersteller und da kann eine Küche statt 5.000 noch immer 20, 30, 40, 50, 60.000. Da oben gibt es keine Grenze beim Mandanten, da habe ich die dollsten Sachen gesehen, kosten. Das heißt, wichtig ist immer, behalte erstmal Rücklagen zurück für Unvorhergesehenes und wenn dann alles steht vom Haus und du sagst, so passt es, du hast dann noch Geld übrig, dann arbeitest du lieber mit Sondertilgung. Dann Eigenleistung. Gut, das ist bei meiner Klientel nicht so der Fall, dass die Eigenleistung bringen. Aber es gibt ja doch schon einige Leute, die können das handwerklich oder die haben vielleicht auch einen Betrieb, weil sie aus dem Sanitär-Handwerksbereich kommen und so weiter, können da einiges selbst machen, richtig einschätzen. Auch wenn man eine eigene Firma hat und sagt, das kann ich alles alleine bringen, in der Zeit hast du vielleicht einen Verlust, weil du beim Kunden kein Geld verdienen kannst, weil du auf einmal auf dein Projekt fokussiert bist und du merkst auch mal, shit, wenn ich da nicht Gas gebe, geht das den Bach runter. Und fokussierst auf einmal deine gesamte Arbeitskraft, Arbeitsleistung und Zeit auf dein eigenes Projekt. Kann auch einen Vorteil haben, wenn du das kannst. Um Gottes Willen, ich will es nur ein bisschen abwägen, realistisch einschätzen und auch Unvorhergesehenes mit berücksichtigen. Ganz, ganz selten. Das heißt, diese Muskelhypotheken, gerade bei Hobbyhandwerkern, ist immer ein Thema. Mach auch wirklich das, was du wirklich kannst und das kann ich mir anlernen oder lese ich mal. Da mache ich so ein YouTube, Do-it-yourself. YouTube-Video gucke ich mir an, dann kann ich das Ganze schon. Hey, da gibt es Dinger, die sind in die Hosen gegangen, frag nicht nach Hallo. Und das kann richtig, richtig viel Geld kosten, Zeit kosten und natürlich Energie und Emotionen kosten. Also Eigenleistung realistisch einschätzen. Dann Punkt 6, die Zinsbindungszeit und den Tilgungssatz optimal wählen. Tja, wir haben jetzt gesagt im vorherigen Video, die Zinsen sind angestiegen. Die Leute, die jetzt vor ein paar Jahren finanziert haben, gesagt, beispielsweise, ich nehme eine 20-Jahre-Zinsfestschreibung. Oder gesagt, auf die gesamte Laufzeit ist da. Der Baufinanzierung, die haben kein Problem mit steigenden Zinsen, weil die haben sich den Zins gesaved. Andere wiederum sagen, ach, ich bleibe mal bei 10 Jahren, da habe ich jetzt 1%. Hätte ich jetzt 20 Jahre, habe ich 1,5 gehabt, ah, 0,5 mehr auf eine Million, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Die kriegen jetzt die Quittung, wenn sie in einen Bereich reinkommen, der Prolongierung, der Verlängerung des Darlehens und müssen auf einmal 1, 2 oder 3% mehr bezahlen. Hätten die damals mal lieber eine längere Zinsfestschreibungszeit genommen, dann wären die jetzt auf der safen Seite, würden sich kaputt lachen, auf gut Deutsch gesagt, alles durchkalkuliert, wunderbar. Und natürlich auch die Tilgungssätze optimal nehmen. Die Banken erwarten schon in der Regel mindestens 2%, manche sagen sogar 3%. Holger, warum sagst du 2%? Die Banken wollen immer 3% haben. Das hängt immer vom Gesamtbild ab. Was hast du für Mandanten? Ich habe halt Topverdiener, da kann man anders das Ganze steuern und ich arbeite lieber mit Sondertilgungen beispielsweise, als einen zu hohen Tilgungssatz zu nehmen. Man spart nachher das Haus schnell runter. Also das Haus ist dann wie eine Sparlose, man haut immer sein ganzes Geld dran, hat aber sonst nichts mehr zu beißen. Das ist auch wenig befriedigend. Dann sagen manche Leute, hey Holger, wenn ich jetzt mein Haus schnell in Schuld habe, das ist ja auch eine Anlage. Sag ich, ja, aber die kannst du doch erst genießen, wenn du das Schwein schlachtest. Sprich, wenn du das Ding verkaufst und ausziehst. Dann kannst du erst das Geld, was du reingetan hast, rausholen. Für die Fachleute muss natürlich dazu sagen, ja, du kannst natürlich auch wieder eine Grundschuld aufleben lassen, dein Haus nochmal beleihen und wieder Geld rausnehmen. Kann man machen, ist manchmal nicht immer einfach, weil die Banken haben, das haben sie, je nachdem sich deine Situation verändert hat, ist das ja grundsätzlich möglich, aber man muss beachten, ob das auch bei jedem, in jedem Fall möglich ist. Da wäre ich sehr vorsichtig.
Ja, das war der sechste Punkt. Der siebte Punkt wäre dann Angebot mit Sondertilgungsrechten wählen. Viele Banken haben 5% Sondertilgungsrecht drin. Sondertilgungsrecht heißt, du kannst von der Restschuld, sagen wir mal, du hast 500.000 finanziert, dann kannst du bei 5% 25.000 Euro jedes Jahr reinhauen als Sondertilgung. Für wen ist das interessant? Einer, der sagt, ja, ich habe irgendwie in den nächsten Jahren immer mal was zu erwarten, ich bekomme eine Tantieme, eine Volksbeteiligung. Oder meine Eltern stecken mir irgendwas immer regelmäßig zu, oder ich habe aus Unternehmensbeteiligung, die ich zum Teil auflöse, kann ich etwas rüberschichten und kann dadurch Sondertilgung bringen. Ist interessant, muss man immer gucken, ob das, ob das sinnvoll ist. Wobei Sondertilgung unterscheide ich immer, mache ich das in einem Vermietungsverpachtungsobjekt oder in ein eingenutztes Objekt. Bei Vermietungsverpachtung würde ich das nicht empfehlen, weil da sind Schulden gute Schulden. Das ist sinnvoll. Wenn du es nicht verstehst, warum, wieso, ruf mich an, kann ich dir gerne in Ruhe mal erklären. Das würde jetzt zu weit für diesen Podcast. Will nur, dass du es mal gehört hast, aber muss ich schon überlegen, was für Schulden habe ich, steuerlich ansetzbare Zinsen oder nicht steuerlich ansetzbare Zinsen. Und danach richtet sich auch der Tipp, ob Sondertilgung gemacht werden soll oder nicht. Aber wichtig, Sondertilgungsrechte sollten grundsätzlich mit inkludiert sein in den Darlehensvertrag. Bereitstellungszinsen mit berücksichtigen. Wann ist das interessant? Wenn du ein Haus kaufst, das wird ja meistens schnell abgewickelt, da kommt es nicht zu Problemen. Bereitstellung ist, die Bank sagt dir den Zins zu. Du rufst das Darlehen aber nicht ab, sondern erst ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später oder in Tranchen ab, weil du gerade das Haus baust. Da kommt es zu Verzögerungen. Da werden Bereitstellungszinsen bezahlt. Auch das muss einkalkuliert werden. Denn das kann im Prinzip dann auch schon wieder auf den einen oder anderen, der ein oder andere Tausender kann das Ganze natürlich erhöhen. Wichtig ist natürlich, wie alles in dem, was du machst, vergleiche Angebote. Geh nicht nur zu deiner Hausbank hin, der Banker sagt, natürlich, Herr Meier, Frau Meier, da machen wir alles klar. Mag nett sein, du fühlst dich gebauchpinselt, ach, das war ja gar nicht so schwierig. Du, wenn eine Bank zu schnell durchwinkt, kein Mitbewerber da. Was meinst du, wer am meisten verdient? Der Banker gibt von seiner Handelsmarge, von seinem Verdienst weniger ab. Wenn man knallhart verhandelt, hat Mitbewerber am Tisch. Wer gewinnt dann? Ja, du als Kunde, weil du kannst im Prinzip die Leute ein bisschen kitzeln und gucken, dass die Handelsspanne, dass die Gewinnspanne der Banken geringer ist, als wenn du das erstbeste Angebot annimmst. Machen wir auch so Ausschreibungen, gucken wir Mandanten, bei unseren Mandanten, welche Bank ist hier der beste Partner an der Seite. Da geht es aber natürlich nicht nur um den Zins alleine, sondern insgesamt vom Preis-Leistungs-Verhältnis und ob bestimmte Konzepte verpackt werden können mit Tilgungswechsel und so weiter oder mehrere Darlehenstöpfe mit Tilgungsaussetzung über 1, 2, 3 Jahre und dann erst Tilgungsbeginn und so weiter. Da gibt es tolle Spielmöglichkeiten, aber da merkst du, da kommen wir schon so ein bisschen ins Eingemachte. Das machen Profis, die dich beraten können. Und du sollst dich nur von einem solchen beraten lassen, der solche Ideen mit dir durchspricht und maßgeschneidert das für dich macht. Also Angebote vergleichen, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ob derjenige, den du kennst, die eine Bank oder eine Berater, der dir vielleicht die Versicherung verkauft hat oder mal ein Bankprodukt hat oder mit dir Golf spielt, da der richtige Berater ist. Naja, ich sehe es so. Oft an den Mandanten nicht übernehme, leider nicht. Dann der zehnte Tipp, der gilt aber dann auch so ein bisschen für die Leute, die schon eine Finanzierung laufen haben. Sondertilgung richtig nutzen. Das heißt, wenn du einen Zins hast, du hast jetzt beispielsweise, du weißt, in 2 Jahren wird deine Zinsfeststellung läuft aus und du gehst davon aus, oh shit, ich merke, der Zins wird sich verteuern. Dann ist es ganz gut, wenn du mit Sondertilgung arbeitest oder so viel Geld zur Seite legst. Da muss also ein bisschen Liquiditätsmanagement gemacht werden. Oh, wenn ich damit rechne, in 2 Jahren werden die Zinsen stärker werden, dann sage ich, okay, dann lasse ich den dicken Urlaub oder vielleicht das schöne dicke Auto, was ich mir als Spaßauto hinsetzen wollte für 50.000, das lasse ich mal jetzt sein, weil ich brauche ja dann das Geld, um ein Finanzierungsloch zu stopfen, wenn in 2 Jahren der Zins teurer wird und ich mehr Kosten habe. Da ist die Frage, das Geld weglegen, zur Seite legen oder sogar jetzt eine Sondertilgung zu machen, damit der Restvalutenstand, das heißt zum Zeitpunkt, wo der Zins, der Festzins ausläuft, ist dann die Darlehensschuld niedriger als heute. Also mit solchen Dingern kann man arbeiten. Wichtig, angucken, besprechen, planen, entscheiden.
Ja, und dann, was man auch machen kann, du weißt, in 2 Jahren läuft dein Darlehen aus von der Zinsfestschreibung. Man kann sogenannte Vorwärtsdarlehen abschließen. Vorwärtsdarlehen heißt, du kannst heute schon dein Zinspaket festmachen, was dann in 2 Jahren geltend wird. Ist natürlich ein bisschen Glaskugel gucken. Wenn die Zinsen teurer werden, ist es lukrativ, heute schon einen Zinsfest zu machen. Holger, machen das die Banken? Jo, machen die. Nicht jede, muss man gucken. Aber du kannst Vorwärtsdarlehen dir jetzt schon einkaufen. Musst nicht bei deiner Hausbank machen. Du kannst sogar bei einer anderen Bank machen. Du kannst jetzt schon mit einer anderen Bank besprechen. In 2 Jahren komme ich zu dir. Das sind die Konditionen. Die Bank geht natürlich hin und schlägt auf den jetzigen Zinsen Marge auf und sagt, ich schätze die Zinsen für mich als Bank so und so ein. Und du musst sagen, okay, passt das? Oder denke ich, die Zinsen werden gleich oder niedriger sein? Dann machst du kein Vorwärtsdarlehen. Du sagst, oh, das ist auf jeden Fall eine Sicherungsmaßnahme. Cool, mache ich. Also ein Beispiel, die Leute, die jetzt, sagen wir mal, Anfang des Jahres gemerkt haben, die Zinsen gehen hoch, wissen, ihr Darlehen läuft in 1,5 Jahren aus, die wären gut beraten gewesen, sich ein Vorwärtsdarlehen zu holen. Das hätten sie noch für 1,5% bekommen, weil in 2 Jahren müssen sie vielleicht 3, 4 oder 5% bezahlen. Das wäre ein guter Deal. Also das heißt, Vorwärtsdarlehen auch interessant. Da muss man gucken, macht es Sinn, wann abschließen, mit wem, wie, warum. Ist auch wieder beratungsmäßig wichtig, das richtig durchzuscannen. Und ja, das waren so 10 Tipps, die ich rausgehauen habe, wie man eine solide Baufinanzierung aufbauen kann und sollte. Und dass es dir nicht passiert, dass du dein Häuschen dir erstens nicht neu leisten kannst oder dass das vorhandene Häuschen ja gefährdet ist. In dem Sinne alles Gute. Damit dieser Podcast weiterhin schön gehört wird, würde ich mich freuen über tolle Bewertungen auf iTunes und Spotify. Vergiss ihn nicht zu abonnieren, dann hast du jeden neuen Content automatisch auf deinem Ohr zum Hören. Und schick doch den Link dieses Podcasts weiter an deine Freunde, Bekannten etc. und Arbeitskollegen, denn auch die interessieren sich möglicherweise für dieses Thema oder für das ein oder andere Thema, das ich hier in meiner Podcast rein immer gebracht habe. In dem Sinne alles Gute, dein Holger. Ciao, ciao.